Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar heute geht es um Gewerbeimmobilien mit dem Dominik. Servus Dominik. Grüß dich, Karin. Hi. Hi. Gewerbeimmobilien ist ja schon so ein bisschen das nächste Level. Es ist ziemlich komplex, sage ich jetzt mal, wenn man sich nicht damit auskennt. Weil, ja gut, ich weiß auch nicht, wo muss ich ansetzen, um einen guten Deal zu machen im Gewerbebereich. Aber ich höre immer wieder, mit Gewerbeimmobilien kann man richtig viel Kapital generieren. Jetzt frage ich einfach mal, wie funktioniert denn das im Gewerbebereich? Wie läuft sowas ab? Wie erkenne ich einen guten Deal? Ja, gute Deal zu finden ist natürlich schwierig. Gerade bei solchen Gewerbeflächen wie das jetzt hier ist, dann ist es so, dass man in der Regel sowas quasi baut. Das heißt, man hat einen Bauplatz, wo man halt eben so ein Projekt dann eben entsprechend durchziehen kann. Man hat dann halt eben den Mieter entsprechend bereit und baut natürlich nach dessen Voraussetzungen das Ganze. Das heißt, ja. man vermietet, bevor man baut schon? Ja, genau. Richtig. Ja, in dem Fall jetzt schon. Das ist jetzt ein Lebensmittelmarkt konkret. Das heißt, wir bauen dann, da hat ja Netto auch, oder die Firma, die entsprechend, die es dann gibt, Netto, Aldi, Lidl, so alle nennen, haben natürlich entsprechende Voraussetzungen, die dann umgesetzt werden müssen, baulich. Und dementsprechend guckt man schon, dass man das auf den Mieter gezielt fertigstellt. Ja. Okay, und Gewerbeimmobilien eignen sich besonders gut zum Cashflow generieren oder eher Wohnimmobilien? Ja, schon, wenn man vernünftig einkauft und die Möglichkeiten halt eben hat, haben wir hier natürlich keine Mietpreise, die irgendwie reguliert sind. Das heißt, es ist alles irgendwo frei verhandelbar. Es gibt natürlich marktübliche Mieten, die irgendwo so ein bisschen schwanken, aber im Wesentlichen ist da relativ viel frei vereinbar. Und dementsprechend, wenn ich eine gute Lage habe, das ist ja da eben auch ganz entscheidend, wie viel Frequenz habe ich an so einem Standort, wie viele Kunden sind da halt eben zu generieren für den entsprechenden Betreiber. Und demzufolge ist auch die Miete natürlich zu berechnen. Ne? Okay. Also muss man auch keine Angst vor einem Mietendeckel, Mietpreisbremsen und sowas haben? Nee, oder kann das irgendwann kommen? Was denkst du? Ich denke nicht. Also im Gewerbe ist ja doch immer so, dass es eben unternehmerische Tätigkeiten sind, die einfach frei verhandelbar sind. Und wenn einer sagt, ich möchte die und die Miete bezahlen und ich kann mir das leisten und es passt für mich in der Gesamtkalkulation, dann ist das für mich eine Sache, wo ich nicht denke, dass der Staat da irgendwie großartig eingreifen wird. Das ist ja bei Mietern nochmal was Besonderes, weil der Mieter unter einem besonderen Schutz dann auch irgendwo steht. Das ist bei Gewerbe natürlich nicht so. Bei Gewerbeimmobilien ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt was kaufen würde und an einen großen Gewerbekunden vermieten würde, dann bin ich ja eher der kleine Fisch. Ne? Mhm. Und ich denke mal, selbst wenn ich einen 20-jährigen Mietvertrag habe und der andere will raus, und es ist eine riesen Firma, die kommen raus, oder, aus dem Mietvertrag? Ja, man kann sich dann natürlich auch freikaufen. Das gibt es natürlich auch, dass Mieter schon mal vorher sagen, wir möchten vorher aus dem Vertrag raus und dann gibt es da entweder vertragliche Pinade, die vereinbart ist. Oder man spricht über eine entsprechende Ablösesumme, die sich dann in der Regel an der noch offenen Miete entrichtet, die dann eben über die Laufzeit noch zu zahlen wäre. Dann kann man natürlich auch vorher mal raus. Ansonsten sind es feste Laufzeiten, ja, die in der Regel bei so einem Nettomarkt oder sowas, in der Regel, wie wir es hier konkret haben, 15 Jahre ungefähr sind, plus entsprechende Optionen dahinter und genau. Und ist es dann so, dass auch die Objekte hauptsächlich dann verkauft werden, wenn die Restlaufzeit eines Mietvertrags relativ gering ist, wenn die Vermietbarkeit nicht hoch ist? So. Das ist eben das Problem, was man dann hat. Deswegen ist das auch absolutes Profigeschäft, sag ich mal, weil die Gefahr eben da ist, dass relativ lange Leerstandszeiten da sind. Leerstände eventuell nur durch erhöhte Umbaukosten wieder zu Neuvermieten sind, die ganzen Sachen. Schwierig, ja. Gibt es dann auch solche Mieter, die quasi die Umbaukosten tragen? Das gibt es auch, genau. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Baukostenzuschüsse, die man da geben kann. Oder entweder gibt der Vermieter die und sagt, okay, ihr habt die und die Summe, macht euch das entsprechend fertig. Oder wir als Vermieter machen es und der Mieter gibt irgendwo vielleicht einen gewissen Zuschuss mit dabei. Das ist einfach auch Verhandlungssache. Da gibt es also auch keinen festen Fahrplan, sag ich. Was sind dann die Top 3 Tipps, die du mir mitgeben kannst und auch der Community für einen erfolgreichen Gewerbedeal? Also was sind so die Top 3 Dinger, wo du sagst, hey, du bist neu im Gewerbebereich, auf die 3 Sachen musst du besonders gut aufpassen? Ja, dieses Thema neu im Gewerbebereich ist natürlich, das ist schon ein Profigeschäft, das darf man wirklich nicht vergessen. Das heißt, Leute, die in diesen Bereichen unterwegs sind, die wissen in der Regel schon, wie sie was zu machen haben. Mhm. Von daher, wenn man jetzt mal so ganz grob sagt, ist natürlich wichtig, dass der Mieter einfach namhaft ist, einfach um die Bonität dahinter zu haben, das ist eben natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Der Standort muss stimmen, das heißt, hier sind lange Mietvertragslaufzeiten, das heißt, der Mieter muss sich sicher sein, dass er über 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre sein Geschäft hier betreiben kann. Und genauso willst du ja auch als Vermieter, dass eben die Mieter entsprechend reinkommen. Das geht eben nur, wenn der Standort gut ist. Weil wenn kein Geld verdient wird, dann gibt es auch keine Miete, ganz einfach. Dann sollte man als Drittes auf jeden Fall schon noch darauf achten, dass man eine gewisse gesellschaftliche Struktur dahinter macht. Das heißt, man macht jetzt nicht in eine GmbH mehrere solcher Standorte halt eben rein, sondern hat wirklich konkret für einen Markt eine Objektgesellschaft. Und die muss im Verhältnis zum Kaufpreis, zum Eigenkapital und zur Mietvertragslaufzeit
sollte es so sein, dass vor Ende der Mietvertragslaufzeit das Eigenkapital mindestens mal wieder raus ist aus der Geschichte. Einfach um diese Haftungsthemen ein bisschen auszugrenzen. Und das ist schon ein sehr wichtiges Thema. Das sind so die drei Sachen, wo man am ehesten auf achten muss. Sprichst du Objektgesellschaften an? Also viele Privatinvestoren, die kaufen ja Immobilien einfach im Privatbestand, die gehen zum Notar, kaufen sich eine Wohnung auf ihren Namen. Ja. Bei so einem Markt hier, wie wir hinter uns haben, ist es dann eine Objektgesellschaft, wo du quasi zum Beispiel sagst, das Ding kostet jetzt 3 Millionen als Beispiel. Man braucht 10% Eigenkapital, bringt man ein, 300.000, kauft das Ding und muss dann quasi sich die 300.000 rausziehen, ist somit aus der Haftung. Genau, das ist im Groben das Thema. Das ist bei Gewerbe schon so, dass wir relativ hohe Eigenkapitalanteile haben. Das heißt, mit 10% wird es da eher schwierig. Ich würde mal eher sagen, so ab 30 aufwärts, je nachdem, was man selbst für eine Bonität hat, wie viel Erfahrung man in dem Bereich vielleicht auch hat und welche Bank da eben halt hintersteht. Das ist eben ein wichtiger Punkt. Genau, man muss halt eben gucken, dass das Eigenkapital, was ich einsetze, vorher raus ist. Wir machen es so, dass wir ohne Durchhaftung das Ganze machen. Das heißt, hinterher steht die Bank halt eben dafür gerade. Da muss die Bank natürlich mitspielen, das ist auch ganz klar. Aber einfach, weil wir die Haftung ausschließen wollen. Das heißt, wenn hier natürlich ein langer Leerstand hinterher ist, plus hohe Umbaukosten, plus ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder einen Mieter reinkriege hinterher, das ist schon schwierig. Also da sollte man schon gucken, dass man das in der GmbH macht und deswegen auch nicht andere Objekte in diese GmbH reinkauft, weil die natürlich dann querbesichert sind. Das heißt, dann ist einer weg notleidend und die anderen zwei, drei Objekte werden damit reingezogen. Das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen eine GmbH für einen Gewerbestandort, wenn es eben so eine Geschichte ist. Das ist schon eine krasse Luxussituation, ne? Wenn du einfach das Geld bekommst von der Bank ohne Privathaftung. Das regelst du dann quasi deswegen die erhöhten Eigenkapitalanteile. Genau, das ist eben das Thema. Wir haben halt einen recht großen Bestand in diesem Bereich. Von daher machen die Banken da mit, weil die wissen, dass was wir machen, funktioniert in der Regel. Deswegen ist das halt wirklich Profigeschäft. Das ist jetzt nichts für einen Einsteiger. Da sind in der Regel die Eigenkapitalanteile zu hoch. Die Bank wird auch nicht Hurra schreien. Das ist eben die Schwierigkeit dahinter. Ne? Was für Renditen hat man denn mit so einem Einzelhandelsmarkt? Ja, heutzutage auch schwierig. Wir machen auch nicht mehr so viel in dem Bereich, eben weil es eben aufgrund dieser Marktsituation aktuell auch schwierig ist, einfach an Flächen ranzukommen. Die Stadt ist auch nicht gerade begeistert, immer wenn man diese ganzen Standalone-Geschichten draußen auf der grünen Wiese macht. Das ist also auch so ein Problem, überhaupt neue Flächen zu finden. Aktuell kann ich mich nur bei uns an den aktuellen Sachen, die wir jetzt schon lange im Bestand haben, orientieren. Das sind natürlich Renditen, die sind von jeder Seite gut und böse. Das ist einfach, das würde man heute so nicht mehr einkaufen können. Das kann man so pauschal jetzt auch gar nicht sagen. Aber 15% aufwärts, wenn nicht mehr, muss drin sein. Ja. Sonst würdest du es auch nicht machen. Das macht auch überhaupt keinen Sinn mehr. Weil das Risiko einfach zu hoch ist, dass es... Ja, würde ich schon sagen. Ja. Okay. Die Einstandspreise heute sind einfach zu hoch zu dem Ganzen, was da aktuell zu erzielen ist. Das ist auch eine generell schwierige Situation im Einzelhandel aktuell. Lebensmittelmärkte natürlich, klar, die funktionieren. Aber wenn man jetzt mal an andere Einzelhandelszweige denkt, schwierig. Schwierig. Okay. Und wenn man dann so eine Objektgesellschaft hat mit einem Markt drin und möchte den veräußern, veräußert man den Markt oder die Gesellschaft komplett? So wie als auch. Das ist eben die Frage, was dann da interessant ist. Das ist ja quasi die Frage Asset Deal oder Share Deal. Ja. In der Regel wäre es so, dass man die Objekt GmbH meistens dann mitverkauft. Wir haben es bis jetzt häufiger mal gemacht. Man kann natürlich auch das Objekt selber verkaufen. Das ist einfach Verhandlungssache. Da gibt es jetzt keine. Da muss man abwägen, dann steuerliche Aspekte. Macht es Sinn, die GmbH mitzunehmen? Macht es Sinn, das Objekt einzeln zu kaufen und es neu aufzurollen? Das ist eben die Frage, was der Käufer dann damit erreichen möchte. Okay, und hast du gesagt, ihr habt Renditen 15% plus gemacht in letzter Zeit so rum. Würdest du sagen, der Gewerbezug ist jetzt schon abgefahren und du sagst, hey, das macht keinen Sinn, jetzt mal einzusteigen? Oder würdest du vielleicht sagen, hey, Bürogebäude sind aktuell vielleicht der Hit oder irgendwelche andere Gewerbearten als Einzelhandel? Ja, es wird immer Gewerbeflächen geben. Es gibt ja verschiedenste Arten. Es gibt Einzelhandel, es gibt Logistikflächen, es gibt weiß ich nicht was, Bürokomplexe, Spezialimmobilien wie Hotels oder wie Tankstellen oder irgendwie solche Geschichten. Es gibt ja alles Mögliche. Das ist halt eben einfach die Frage, was man da machen möchte. Im Moment würde ich sagen, so der klassische Einzelhandel, was so ein bisschen schwächelt, ist gerade sicherlich Textilbranche, die schon länger auch so ihre Schwierigkeiten hat. Ladenzeit, man sieht auch die Innenstädte, immer relativ viel Leerstand. Das ist natürlich schon schwierig. Ne? Dann gibt es so große Konzepte, die sich natürlich irgendwo durchsetzen, die auch die Power dahinter haben, finanziell auch mal schwächere Standorte vielleicht auszusitzen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte ein kleines Ladenlokal kaufen oder schwierig. Also das sind so Sachen, wo ich sage, aufpassen, ne? Da kann man sich auch mal in Nesseln setzen mit dann. Ne? Eben weil man quasi keinen Nachmieter vielleicht findet oder lange Leerstandszeit hat. Ne? Das muss man abfedern können. Was würdest du empfehlen? Für einen Einsteiger, für einen
Ja, wenn man wirklich sagt... Intermediate und für einen Profi. Genau, wenn man sagt, ich möchte anfangen mit Gewerbe, dann ist sicherlich ein Wohn- und Geschäftshaus einfach mal ein guter Einstieg, wo man das Ganze ein bisschen diversifiziert durch den Anteil von Wohnimmobilien, die man, oder Wohnanteil, den man halt im Gebäude noch drin ja. hat. Für denjenigen, der ja, Intermediate, sag ich mal, vielleicht eine etwas, eine Mischgeschichte, ein Mischobjekt, sag ich mal, wo das Ganze nicht jetzt nur auf einen Mieter abgestellt ist, sodass man da auch gewisse Leerstände abfedern kann. Klar, und der Profi kann auch ein Standalone machen oder auch mal ein Bürokomplex projektieren und vielleicht neu vermieten. Das ist natürlich dann das, wo die Musik drin ist. Auch. Ja. Alles klar, dann vielen Dank für die Einblicke in den Gerne. Gewerbemarkt. Ich überlege mir noch, ob ich mich da rantraue oder ob ich noch ein bisschen warte. Würdest du mir jetzt empfehlen, ranzutrauen, oder du kennst mich ein bisschen oder noch ein bisschen warten? Ich würde noch ein bisschen warten. Bisschen noch ein bisschen Wohnung machen. Ja, genau, ein bisschen Wohnung machen erstmal, dass man wirklich abfedern kann und ja. Wenn man dann mal ein bisschen Geld über hat und auf zu neuen Ufern auf jeden Fall ist nicht verkehrt, aber jetzt im Moment würde ich sagen, noch ein bisschen Wohnung. Alles klar, vielen Dank für die Tipps und Gerne. Dir weiterhin viel Erfolg. Super, mach's gut, danke. Schön, dass du da warst. Ciao.